Grüß euch, Leute. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, es ist schon wieder viel zu lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Es freut mich trotzdem umso mehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin dieses Wochenende auf Camp mit den Munich Ravens. Ich dachte, das ist auf jeden Fall Zeit zu vloggen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Haut euch rein. Ciao. Okay, der Vlog geht noch keine 2 Minuten lang. Schon sieht man nackte Männer. Was geht? Tizian und Robin sind auch schon am Start. Wir ziehen uns jetzt am Auto um, weil wir nicht genau wissen, wo die Umkleiden sind. Wir haben noch einen 10-Minuten-Walk zum Meetingraum. Und hier aber hinter uns ist ja der Trainingsplatz. Somit laufen wir jetzt einfach zum Meetingraum, ziehen uns aber hier schon mal um, kommen später wieder hierher. Bis später. Hi du, Coach. Hi du. Was geht? Mensch, zu dir setze ich mich. Ja, Mensch. Das Mensch. Und darfst du filmen? Ach nee, ich habe mal eine ganz kurze Frage an dich. Nein. Wer hat denn dein Pad und dein Helm? Schau dir. Hat da jemand Glück gehabt? Nee. Ha? Habe ich nicht vergessen. Okay, willst du dich hier setzen? Immer gerne. Klau du mir den Platz. Marlo, komm. Warum? Wegen der Kamera? Sei doch nicht so kamerascheu. Okay, wir haben jetzt Meeting. Ich denke mal, dass ich euch davon nichts zeigen kann. Deswegen bis später. Tell me to follow my old Instagram that didn't get hacked. Uh-huh. We good. Oh, we live? We live, baby. How you doing? You excited? Oh, sir. First day of camp, about to get live, to get real. That's true. Let's go, baby. What are we doing right now? About to go to our first official meeting of offense-defense split up. So now we're about to go to positions, meeting for our skill positions. It's going to be fun, man. Let's go. Okay, Meeting ist vorbei. Wir haben schon mal Infos, wie das erste Training aussieht, welche Sets wir heute haben. Ich ziehe mir jetzt die Schuhe an, dann geht's ab aufs Feld. Wir sind wieder zurück. Ja, let's go. Friends, wir haben es gerade noch so aus dem Training rausgeschafft, ehrlich gesagt. Wieso? Ich habe es aus dem Krankenhaus geschafft. Das stimmt. Okay. Es fängt gerade übertrieben das Schütten an. Wir sind tatsächlich fast trocken ins Auto gekommen. Nur wegen dem Umziehen sind wir jetzt ein bisschen nass. Training an sich, Tempo war gut, würde ich sagen. Was sagt ihr? Ja, schließe ich mich an. Schließt du dich an? Tizian, deine Meinung? War gut? Morgen besser. Morgen besser. Also Schub hat auch gesagt, wir müssen auf jeden Fall jeden Tag ein bisschen mehr machen. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Aber ich glaube, alles in allem, boah, Junge, war das ein Blitz. Alles in allem war das ein gutes Training. Jetzt erstmal ab ins Hotel, was mampfen. Ja, wir sehen uns da. Bis später. Vendetta, Vendetta. Servus. Luca Salvo ist mein Name. Herzlich willkommen. Ich bin auch ein Hauswilder Kaiser. Ja. Zeig's mir einmal an. Wir sind im Moment hier. Jawohl. Zum Zimmer verlassen Sie die Schiebetür hier vorne gleich rechts. Gehen Sie über den Hof. Bin ich da auch? Danke. Ich bin 213. Dürfen Sie mitgehen, aber einfach ein Stockwerk tiefer. Super. Das machen wir, Max. Vielen Dank. Schönen Abend. Ja, das schaut so aus, als müssten wir da nochmal durch. Gehen oder laufen, Max? Laufen. Laufen? Let's go. Oh, halt's mal. Das ist nicht laufen, komm schon, ich bin schneller. Ja, mit aller Ruhe da vorbeigeht. Ey, ist was. Klitschnass. Ich hab gar keinen. Ich glaube, das ist mein Handy. Ich schwör. Komplett los. Kennt ihr den? Wie war's? Ich hab tatsächlich gar nicht so viele Reps gehabt. Aber die ich hatte, waren noch eigentlich ganz okay. Bei dir? Okay, okay. Nein, ich muss sie nicht filmen, wenn ich mache. Nein, ist alles gut. Ich fand's lustig. Also ich habe gar nicht probiert. Ja. Was das Zimmer kann. Hallo. Ja. Angenehm, würde ich sagen. Angenehm, würde ich sagen. Ich hatte eine Vermutung. Vermutung hat sich bestätigt, weil auf dem Schlappen steht Mo. Mo, du wirst keine spaßige Nacht haben. Ich schnarche momentan so krank. Ich gebe mich jetzt nochmal duschen. Dann treffe ich mich nochmal mit Siegel wegen Essen und dann ab ins Bett. Morgen wird ein langer Tag. Haut rein. Guten Morgen. Es ist kurz vor 7. Mo und ich sind gerade aufgewacht. Oder eher gesagt schon ein bisschen wach, aber jetzt bereit aufzustehen. Die Sonne scheint schon die ganze Zeit da rein. Eigentlich ganz nice. Aber wir müssen jetzt erst zum Frühstück. Um 7 gibt es Frühstück und um 7:45 haben wir schon erstes Meeting und dann das erste Practice. Mal schauen, wie der Tag wird. Hast du irgendwas zu sagen? Let's go. Hochmotiviert. Let's go.
ist der Ausblick aus unserem Hotelzimmer. Bisschen neblig da hinten noch. So wird es wahrscheinlich auf dem Platz auch noch aussehen. Aber das wird sich safe bis in einer Stunde geregelt haben. Jetzt erstmal ab zum Frühstück. Das kannst du nicht in einem Video haben, oder? Oder Clown. Buongiorno. Guten Morgen. Was geht? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dich habe ich gesucht. Guten Morgen, Sunshine. Guten Morgen. Was sagst du? Stau heute? Ja, bestimmt. Glaubst du, es ist Stau? Ja, ich habe schon einen Bad Aibling zum Training, da ist Stau. Echt? Was wolltest du gerade sagen? Hey, Luca, es gibt zum Frühstück gibt's heute, es gibt Bacon, es gibt Rührei, es gibt Brötchen auch, wenn man möchte. Also es gibt Semmeln, sagt man hier in Bayern. Es gibt auch Joghurt, es gibt auch Früchte. Es gibt kontinentales Frühstück. Kontinentales Frühstück. Danke, dass du uns so abholst, Janik. Gut, ihr wisst schon Bescheid. Guten Morgen. Kartoffel, Spargel, Ragu, Polenta. Ist die Polenta bei euch frei oder fest? Frei. Schade. So als Loch rausgebraten ist es sehr lecker, finde ich. Ja, wenn sie alle kann essen, dann eher so schwierig, aber wir haben ja doch gut, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, das stimmt. Lukas, was sagst du an sich? Eigentlich schon ein nice Hotel, oder? Gut. Ziemlich gut. Kann man lassen, auf alle Fälle. Ja. Das ist ein richtiger Morgenmensch, den müssen wir filmen. Mensch, Schmiedi. Einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Na? Na? Hast du gut geschlafen? Es geht. Es geht. Warum nur es geht? Ein bisschen zu kurz. Zu kurz? Ja. Was heißt zu kurz? Boah. Wie lange haben wir denn geschlafen? 6 Stunden. Ja, ich auch. Ja. Kann man nichts machen, würde ich sagen. Kann man nichts machen. Aber weißt du was? Die gute Nachricht ist? Was? Ja, wir schlafen heute wieder nur 6 Stunden. Perfekt. Das sind nämlich die fleißigen Leute. Noch vor dem Meeting und Film schauen. Okay, you ready for today? You already know, man. You already know. Let's go. Back in the practice field. Wir hatten schon Meeting. Jetzt wieder umziehen vorm Auto. Tizian, was willst du sagen? Danke. Wir sehen uns nach dem Training. Alright, doch noch ein paar kurze letzte Worte. Bisher, nicht an dich, an euch, an meine Community. Bisher läuft das echt alles ganz nice. Wir sind mittlerweile 700 Abonnenten. Ich freue mich wirklich sehr, sehr darüber. Ihr seid eine der wenigen. Ihr seid so mein harter Kern. Ihr seid noch unter den ersten 1000. Ich freue mich sehr, dass ihr immer einschaltet. Tizian ist immer mit am Start, obwohl er nicht vor der Kamera sein will. Absolut kamerascheu. Nee, und wie gesagt, jetzt geht's ab zum Practice. Let's go! Willkommen zurück. Ich bin schon ziemlich fertig, muss ich sagen. Es ist echt krass. Lappenschreiter. Es ist echt harte Competition. Wenn man dann halt noch ein oder zwei Fuck-Ups drin hat, merkst du es selber, dass die Stimmung halt nicht ganz so geil ist. Es wird weiter an sich gearbeitet. Mal schauen. 4.6. ist das Ziel. Wir wollen gegen Tirol spielen, oder? Vollgas. Jetzt gibt es erstmal was zum Mampfen und dann geht's ab zum Media Day. Ah ja. Blocken wir weiter, Eva? Nein, wir blocken nicht weiter. Doch, wir blocken. Das dritte Training ist vorbei, somit hat sich der Samstag fast dem Ende zugenaht. Wir haben jetzt nur noch 3 Stunden. Wir haben noch Essen, wir haben noch Meeting. Bin mittlerweile echt K.O. Lappen. Schon wieder bin ich der Lappen. Ich sag kurz nochmal Tizians Worte. Na, ich bin jetzt aber schon froh, dass das Training um ist. Es tut mir echt leid, dass ich euch wenig zeigen kann, aber es ist hier alles so knapp getimt, dass man echt kaum was filmen kann. Weiter geht's. Okay.
Nach einem anstrengenden Tag haben wir uns das jetzt erstmal alle verdient. Schwimmbad. Da noch. Aber da sehe ich schon ein paar Leute. Weiß ich, was komisch ist. 20 Jungs in einem Whirlpool. Oder die Leute, die sich hier umdrehen. Noch keine 10 Sekunden hier drin, so sah es aus. Also, das trinke ich nicht. Janik, was gibt's heute? Es gibt heute wieder, ähnlich wie gestern. Es gibt Rührei, es gibt ein bisschen Bacon, das extra crispy, hat sie gesagt. Es gibt Brötchen, also es gibt Semmeln, sagt man hier. Es gibt heute aber auch Joghurt, das gibt es immer zu Früchten. Es gibt noch ein Cappuccino zu trinken. Ich finde, es gibt's viel. Es gibt's genug. Ist genug für alle da? Es gibt's genug. Jason, lass es dir schmecken. Nein, ja, Marvin. Marvin, noch was zu sagen? Nein. Alles meins. Bevor du die Zündschnur wieder reißt. Ja? Richtig. Hey, Luca. Hi. Sorry nochmal, dass ich dir keine Riegel gebracht habe gestern Abend. Ist okay. Ist kein Thema. Sorry. Hey, Luca. Hallo. Hi, Luca. Der Alter, mittlerweile ist Tizian richtig vor der Kamera. Ja, Mann. Machen wir mal kurz. Was Cooles. Jubel! Morning-Meetings sind vorbei. Hallo. Janik holt sein Zeug aus dem Auto. Wir ziehen uns jetzt um, machen uns auf aufs letzte Training. Wir haben jetzt nochmal full-padded. Wird auf jeden Fall nochmal gut anstrengend. Trotzdem, ich hab Bock. Janik hat, glaube ich, Bock. Janik, hast du Bock? Ja, sicher. Jason, hast du Bock? Hast du Bock? Ja. Was ich auch witzig finde, wir haben ja Kabinen hier in der Facility und eigentlich auch keine schlechten mit Dusche und Zeugs. Aber es zieht sich jeder am Parkplatz um. Feier ich. Was sagst du? Profis. Profis einfach, ja. Profis. So ist es. Effizienz. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen oder vielleicht auch für ein Like. Wie gesagt, ihr seid die ersten 700, wir sind noch unter den 1000. Vielleicht mache ich bei 1000 Abonnenten ein Gewinnspiel, deswegen folgt mir doch gerne mal rein. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Video. Haut euch rein, ciao.